So Leute, hallo und herzlich willkommen zurück. Und ja, lange ist es her, ja. Alles klar? Alles klar. Ich glaube, die freuen sich auch, die freuen sich alle. Und ja, letzte Woche konnte ich nicht, weil ich den Stream nachholen muss. Und heute geht's jetzt ab. Wir müssen nämlich die Nebenquests machen. Mason habe ich keine gemacht. Dafür gibt's dann hier mehr Action, wenn wir jeden einzelnen Nebenquest durchgehen. Kann sehr interessant sein. Ich bin schon gespannt, weil es gibt ja immer diese Hintergrundstories, die ich gerne mitnehmen möchte. Und ich hoffe, es ist nicht so schlimm. So, wir haben jetzt zweimal auf die Karte geschaut. Denn unsere Aufgabe ist es, in Hauptquest das Ansehen auf Stufe 4 zu bringen. Und wir haben ein Ansehen von Stufe 2. Das kann ein bisschen dauern. Deswegen kann es durchaus sein, dass es heute ein bisschen länger wird im Stream. Auf YouTube sowieso ein bisschen länger dann. Ja, dann werden die Folgen ein bisschen länger. Ja, gut. Nur die Frage, was wir denn als erstes machen können oder müssen, wollen, wie auch immer. Mac und so weiter. Moment, ich habe hier auf die falsche Taste gedrückt. What? Ich wollte eigentlich... Da bin ich auf den B-Knopf gegangen. Okay, ich habe mich schon gewundert. Sinneswandel, neue Meistertraining. Ja, die Meistertraining können wir jederzeit so machen. Hallo Luca, wie geht's? Ja, erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Auf jeden Fall. Und einige Sachen habe ich keine Ahnung, wie zum Beispiel bei Gideon, was wir da machen müssen. Nicht eher die Frage, was und wie wir das machen müssen. Ich habe immer noch keine Ahnung, wie man diese Maschinenteile einsammelt. Vielleicht kriegen wir ja Infos von anderen Nebenquests. So eine Art Interaktion zwischen den Nebenquests. Niddle. So, was haben wir angenommen? Cap Nox in Gormod. Moment mal, was war das nochmal für eine Quest? Das war 2 Wochen her, ne? Das war 2 Wochen her. Ich drücke immer noch auf die falsche Taste. Plus, nicht X. Gormod, Honig, Murmeister Training, Spur der Verwüstung nicht. 2 Gesichter, schweres Erbe. Das war das, genau. Müssen wir zum Kap Gormod gehen. Ah, ich erinnere mich. Wir sind ja schon mal hier. Das heißt... Jetzt drücke ich auf... Moment mal. Hier sind wir... Wir sind... Ah, okay. Kap Gormod. Hä? Waren wir da schon mal? Ach. Ja. Ich erinnere mich. Jetzt macht's Klick. Was machst du, Hazel? Haze? Was machst du? Na? Ich erinnere mich. Gut, wir sind nämlich hier. Wir müssen jetzt mal die Items sammeln, weil... Minov braucht ja den einen Skill. Oh ja. Oh ja, ich erinnere mich. Dingens, Bergbau. Minov muss Items anfertigen. Das heißt, ich muss noch mal gucken, was für Items Minov braucht. Machen wir das zuerst, weil dann können wir noch ein paar andere Sachen aus dem Dorf holen. Dort war nämlich auch ein Item, was Minov hätte graben können. Ja, irgendwie habe ich Hazel gesagt. Haselnuss. Ah. Plaudern? Vielleicht können wir ein bisschen plaudern? Vielleicht haben wir was Neues zu sagen. Vielleicht bei Infos. Ja, wir brauchen genau die beiden Items.
Angriff auf Euresco? Rufen wir dazu Malrinde und gestern Heuschreck. Beide. Also alle brauchen das. Uff. Ich glaube, die Quest können wir doch ein anderes Mal machen. Plaudern können wir auch ein anderes Mal. Dann können wir die anderen Quests machen und wenn wir nämlich Monster besiegen, könnten wir immer noch die Items kriegen. Weil ich habe spontan jetzt keine Ahnung, welche Monster jetzt die Items fallen lassen würden. So. Dann wäre das Sinneswandel, rote Pollenkuchen, alles klar, Liebesgeflüster. Gio hat dich gebeten, Rheinstein zu sammeln. Und du hast etwas namens Liebesgeflüster anzufertigen. Rheinstein. Ah, das können wir machen. Niednagelbrücke in Torna. Niednagelbrücke, wo bist du? Hier nicht. In der Wüste nicht. In Auresco nicht. In Lasaria nicht. Hä, hey, was? Ja gut. Muss ich eben auf den Dings. Niednagelbrücke, wo bist du? Das Magnum, Hafen, Wüste, Mutterleib, Viridian-Tor. Gut, muss ja ex... Moment mal. Es gibt ja noch die ganz kleinen, sagen wir mal, Sehenswürdigkeiten hier, wo man nicht teleportieren kann. Hier nicht, danach... Ist hier eine Niednagelbrücke? Superkräfte haben wir nicht. Ich finde es sehr nice, dass man das hier so ablesen kann, was man da braucht. Pillen. Großes Zwillingsplateau. Waren wir das schon mal... Ich bin überfragt. In der Stadt kann es nämlich gar nicht sein. Das ist... Oh Gott, da wollte ich jetzt nicht hin. Liebesgeflüster. Das habe ich... Ja, sieht nach Auresco aus. Dann müsste es in der Wüste sein. Hoffe ich. Ich habe keine Ahnung. Dann war ich anscheinend noch nicht dort. Das kann ein bisschen da. Huh, fängt schon mal sehr gut an. Jo, neuer Charakter und es regnet gerade. Seit... Keine Ahnung, welche Folge. Der Minov. Ist... Mann, warum drücke ich immer auf X? Ich bin irgendwie daran gewöhnt, dass das hier mein Statusmenü ist. Das ist Minov. Oh je. Yeah. Jo, es regnet in der Wüste. Das ist ja unglaublich. Moment. Besteuere ich ein bisschen. Ich bin gerade irgendwie im roten Bereich. So jetzt. Moment mal. Jetzt. Gut. Knapp. Aber gut. Kann ich das so lassen. Miasma. Das kann ich ja wegfegen. Regne richtig hardcore. Das können wir nicht machen. Wenn es regnet, kommen wahrscheinlich auch andere Gegner. Da geht es nochmal nach unten. Es kann doch nicht sein, dass ich nicht dort war. Ich war eigentlich immer überall. Oder zumindest. Dann könnte es hier sein. Vielleicht. Wobei. Dann falle ich ja runter. Dann kann ich nicht mehr hoch. Ich kann nochmal nach unten gehen. Die Gegner sind hier ein bisschen overleveled. Oder nicht mehr overleveled. Sie waren overleveled. Die wollen ja alle kämpfen.
Okay, dann können die es haben. Der ist kein Support. War es nicht so, er kam zufällig vorbei bei dem einen krassen Bosskampf? Nein, er war ein bisschen ein paar Levelchen über uns. Dann kam mir nur vor mir zum Tag gerettet. Er und Mitra wurden ja von Ameltos quasi geschoren. Übelst die krassen Angriffe machen. So, das war perfekter Zeitpunkt. Er ist doch dabei gekommen. Noch so ein Krabberich. Wo? Da! Von hinten! Das hat man ja gerne. Die Krabben kommen von hinten. Saphira Krabberich. So, die Gegner sind okay. Wir nehmen jetzt 6 Level über die Gegner, aber die Gegner halten ganz schön viel aus, generell. Muss die Brücke ja da sein. Ich habe sonst keine andere Idee. Und hier waren wir zum Beispiel gar nicht. Und dann, ich gucke mal sicherheitshalber nach. Nee, waren wir nicht. Wir sind nämlich von hier... Mir ist der Umgang fertig, aber hier waren wir nicht. Das heißt, hier muss irgendwo die Brücke sein. Ansonsten habe ich die Brücke tatsächlich irgendwo übersehen, aber jetzt jede einzelne Bezeichnung gesehen, die jetzt keine Schnellreise irgendwie ist. Die Stadt kann es nicht sein. Ansonsten in der Lazare-Region. Mannesfälle. Ach, jetzt sehe ich das. Really? Ja gut, wenn ich schon mal hier bin, will ich das auch mal sehen. Nietnagelbrücke. Damit ich zumindest die Orte hier freischalte. Ohne nicht so weit zu laufen. Ich meine, es kann nicht sein. Wir waren auf einer Brücke. Das weiß ich. Es ist so krank, wie groß die Gebiete sind. Das ist ja ähnlich groß, wahrscheinlich noch größer als ein Zelda Breath of the Wild. Kann ich leider nicht beurteilen. Also ich habe das Spiel. Aber irgendwie zocke ich das Spiel kaum. Ich weiß nicht, warum ich das kaum zocke, weil... Irgendwie... Vielleicht ist es viel zu leer oder mir fehlt die Möglichkeit, das erzählen, das Ganze zu erfinden. Ist ja ein Erkundungsspiel, klar. Aber irgendwie zockt dein Xenoblade mehr. Ist eigentlich auch so ein Erkundungsspiel. Aber wir haben hier so viele Charaktere und Interaktion. Vielleicht deswegen. Ne, unterlevelt bin ich jetzt wirklich nicht mehr. Eher auf dem gleichen Niveau wie die Gegner hier. Das kann ich wahrscheinlich nicht aktivieren. Als ob. Doch. Voll die Überraschung. Bin ich ja hier. Grünes Feenreich. Was ist das denn?
möchte hier niemanden stören. Aber ich möchte hier vielmehr eine Schatztruhe abgreifen. Oder die Fässer. Da ist ein Fass. Oh, oh. Ich dachte schon. Da gehe ich jetzt nicht hin. Hier sind auch noch Truthähne. Die Truthähne sind nämlich übelst nervig. Da ist eine Schatztruhe. Oh Mann, das ist ein Maschinenteil. Ich hab keine Ahnung, wie ich die dingsen soll. Also daraus Maschinenteile machen. Wahrscheinlich müssen wir im Postgame nochmal überall hin. Weil wir die Fässer nicht aufkriegen. So, Hauptsache hier eine Schatztruhe aufgesammelt. Da bin ich sehr zufrieden. Hm. Gut, also muss ich wieder runterfallen. Und ich verliebe woanders runter. Da ist der Schatztruhe. Hui. Ja, ich kann es nochmal probieren. Vielleicht dann noch ein Stream. Ja, können wir es zusammen probieren. Also ich habe bei Breath of the Wild schon 3-4 Gebete gehabt. Ist es nicht so viel. Sieht ja immer episch aus. Da fehlen mir echt die Worte. Sogar wenn es regnet, so geil. Forstschutzgebiet Lotta. Okay. Ich meine, ich bin jetzt auch froh, dass wir jetzt einfach mal umschauen. Kann dann sein, dass wir auch auf weitere Personen treffen und die uns weitere Nebenquests geben. Die heiligen Stufen. Ich hab das Gefühl, wir sind hier viel zu früh, aber egal. Ist sogar ein Lager. Wahrscheinlich sind wir hier zu früh. Heiliges Tor von Altana. Aha. Wahrscheinlich irgendwann später aufmachen. Aber eine Schatztruhe, das nehmen wir. Ja, stimmt, ich muss auch mal wieder weiterspielen. Ich bin viel zu sehr mit Erkunden beschäftigt. Ja, Erkunden. Ich finde Erkunden richtig geil. Ich drifte immer ab. Aber ich denke, wenn ich das im Stream spiele, dann komme ich da viel, viel weiter. Vielleicht spielen wir es direkt im Hard Mode. Also, wenn schon, denn schon. Also, wenn ich jetzt mit Torna durch bin, dann werde ich auch das Original irgendwann im Hard-Mode spielen. Ich liebe Hard-Mode. Also Spiele, also generell Spiele im Hard-Mode zu spielen. Ich liebe es total. Moment mal. Moment mal. Ich wollte schon sagen.
Ich wollte eben sagen, ich kenne diesen Ort, aber nee. Hier war Malice auch ziemlich beschäftigt. Oder doch? Das ist doch dieser Ort. Klar. Nur wir sind gerade von der anderen Seite. Das heißt, wir können zu Fuß zur Brücke hin. Warum denn nicht? Okay. Gut zu wissen. Sowas mag ich auch sehr gerne. Vor allen Dingen, ein Ort ist so groß. Und dann kommst du irgendwann mal von der anderen Seite drauf. Und dann weißt du nicht, ob du schon da warst. Aber du weißt, dass du da warst. Du fühlst es einfach. Gut, ich will ihn noch ein bisschen erkunden. Und dann können wir zur Brücke zu Fuß laufen anscheinend. Unabsichtlich gehe ich trotzdem in die richtige Richtung. Krass. Sowas geht's auch. Ja, Challenges sind immer nice, deswegen liebe ich auch zum Beispiel Nuzlocks oder Hard Modes. Oh ja. Ich würde gerne mal Dragon Quest 11 auf Channel bringen, aber... muss ich mal erkunden, ob ich das jetzt für PC oder für PC hole. Ich würde es eher für einen PC holen, aber irgendwie gab es anscheinend Probleme wegen der FPS-Rate. Deswegen weiß ich noch nicht. Wenn ich es für einen PC hole, dann kann ich da richtig was Schmackes machen. Moment mal, da ist auch noch was. Leute. Wir sind oben. The suspense is killing me. Clear structure to this lock. Slow and steady. Wieso sind wir dann... Hä? Wieso sind wir nicht einfach nach oben geklettert? Und dann zu Füße gelaufen. Das ist die Frage. Warum sind wir nicht dann direkt nach oben geklettert? Ah, ich weiß. Wir wollten ja erstmal nach Torigov. Von dem wir... Ist es so oder so okay. So, dann wollen wir mal zur Brücke zu Fuß laufen. Tatsächlich von oben. Hallali. Und dann geht's noch weiter höher. Irgendwann sind wir ganz oben. Gut, gut. Dann wollen wir mal. Ach, das können wir immer noch nicht. Oh, hi, Alarif Refli. Ich hoffe, ich habe deinen Namen richtig ausgesprochen. Ich nenne dich Alari oder Refli, je nachdem. Weil du wegen Malice-Zerstörung nicht hochkommst. Ja, aber so hoch ist es jetzt auch nicht. Ja gut, die Aufbauarbeiten lassen es sich noch warten. Von dem ist es sowieso verständlich. Viel zu blöd, wenn man direkt vor einem Schatz steht, ihn nicht öffnen kann und sich dann merken muss, dass man nochmal hinterher kommen muss. Auch wenn die Charaktere in Cutscenes 50 Meter hoch springen. Ja, eben. Deswegen ja. Die können es ja. Zumindest die Klingen. Die Klingen kann ja richtig hoch springen. Oder zumindest die Charaktere jumpen. Aber naja, ist jetzt kein Logikfehler, weil sie sowieso nach Torigov zuerst hingehen mussten. Und dann durch einen anderen Weg nach oben. Ist das selber für die? Jetzt sind wir hier. Das ist die Brücke. Nee, die Brücke ist noch weiter weg. Das ist die kleine Brücke. So eine größere Brücke. Dann lieber Alari. Ach, Feier. Oh.
Vor allen Dingen, wenn ich so ein bisschen nach rechts schiele und dann aufpassen muss, dass ich hier nicht runterfalle. Sehe ich den Namen nicht komplett. Also, oder richtig. Dann nenne ich dich Alari. Firefly. Ah, okay. Bin im Wunder, warum ich zu Fuß taufe. Es sieht geil aus. Es sieht einfach geil aus. So, da wären wir in Le Bridge auf der Nietnagelbrücke. Ein leuchtender Stein. Oh ja. Rein Stein. Rein mit dem. Wollen wir wieder zurückziehen hier. Wo bist du? Ja, okay, das ist sehr gut zu wissen. Das Seelsetment ein ähnlich leere, wie mir hinterlassen, wie im Originaltitel. Die Leere. Witness my irresistible force. Laser. Da bin ich sehr gespannt. So, warum wird das nicht angezeigt? Hä? Das wird letztens auch immer angezeigt. Heute bin ich richtig durch. Was habe ich hier verpasst? Ach, das habe ich verpasst. Ich muss es doch anfertigen. Mann. Dann gehen wir nochmal. Letterregion. Hier. Ich gehe mal hin. Easiest way, um zu Lager zu kommen. Hier in der Garnison. Bin mal etwas, da kommen wir später wieder. Alles klar, Luca. Bis später. Kennst du das, wenn du ein Spiel beendest und dann nichts mit dir anzufangen weiß? Oh ja, ich kenne das so sehr. Ich versuche dann immer danach irgendwie ein Forum zu stöbern und dann mir Diskussionen durchzulegen, wie die anderen das erlebt haben. Und ja. Da weiß man einfach nicht, was man sagen soll. So, wir müssen das Ding ja anfertigen. Wer kann das anfertigen? Ah. Laura kann das anfertigen. Pretty good, all things considered. Nice. So, jetzt fehlt nur noch der Feinschliff. Ich werde allmählich etwas nervös. Das könnte sehr toll werden. Könnte aber auch etwas schrecklich misslingen. Das macht den besonderen Reiz von Handarbeit aus. Besonders wenn der Gegenstand als Geschenk gedacht ist. Ich hoffe sehr, er findet bei der Dame Anklang. Kannst du mir verraten, wie du es so hingekriegt hast? Sag bloß, du willst auch jemandem so ein Geschenk machen. Oh, ein Geschenk für Adam wahrscheinlich, oder? Was? Nein, ich. Sowas würde ich vielleicht für mich selbst machen wollen. Das ist alles. Ihr hat Gefühle, die er nicht richtig ausdrücken kann. Damit meine ich jetzt nicht ausdrücklich dich. Und in solchen Fällen ist es eine gute Idee, seine Gefühle in Form von etwas Selbstgemachten zu übermitteln. Aber wenn man es nicht hinbekommt, blamiert man sich auch ganz schnell. Es geht doch gar nicht so sehr um den Gegenstand selbst, sondern eher um die Mühe, die darin steckt. Wirklich? Hast schon etwas Bestimmtes im Sinn? Wenn es nicht zu aufwendig ist, kann ich dir gerne helfen. Oh, da würde ich auch gerne zugegen sein. Ich auch.
Nun, ihr habt mich auch neugierig gemacht. Na gut. Perfekt. Dann machen wir alles zusammen etwas Schönes. Die scheinen ja Spaß zu haben, aber sag mal... Ijin scheint sich ja gut mit der Damenwelt zu verstehen. Ein echter Held eben. Ich frage mich, wie er das so gut hinbekommt. Klingt ja geradezu, als wärst du neidisch. Tja, seine Majestät ist in einem Alter, wo man derartige Interessen entwickelt. So war's doch nicht gemeint. Jin, sag doch mal etwas. Ich? Nun. Siehst du, Jin hat den gleichen Eindruck wie wir. Ich habe allerdings doch gar nichts gesagt. So lange machst du mich wütend, Adam. Hahaha, habt Gnade, eure Majestät. Tja, da haben wir das Item hergestellt. So, sehr nice. Hallo, Lukas. Kennt ihr das, wenn auf 240p der YouTube-Stream laggt, weil der Prozessor das nicht mehr packt? Vielleicht bei meinem uralten PC. Aber ansonsten ist das schon sehr ätzend. Azaria Region Orisco. So. Jetzt sahen wir das. Was man alles tut für eine Quest, das ist ja unglaublich. Aber wir müssen. Wir müssen das tun. Wir wollen das tun. Wir machen ihm jetzt eine Freude. Der Gier, los! Beeindruck mal! Deine Dame? Tut mir leid, euch noch weiter zu beanspruchen, aber hättet ihr gerade etwas Zeit? Ja, wir haben deine Quest erledigt. Dann würde ich euch gerne meinen Freund vorstellen. Er ist auf dem Platz. Bei den Gärten. Ich will schließlich nicht die Ehre vor eurer Arbeit einstreichen. Es wird euch nicht lange dauern, versprochen. Nein, nein, es liegt nicht daran, dass ich eine anstrengende Person ist. Und ich will mich nicht allein ihm treffen. Also dann, wir warten bei den Sachstumgärten auf euch, ja? Bitte lasst mich nicht hängen. Okay, da bin ich halb. Meine Lieblingsdiskussion, in die ich selbst ziemlich viel recherchiert habe... Die Bedeutung, die Aegis in Kontakt zu Conduit. Oh ja. Insider. Wenn das Conduit als Geschenk Gottes oder auch als Gott selbst verstanden wird, dann sind die Bezeichnungen Ontos, Logos und Turner als der Vater, der Sohn und der Heilige Geist zu verstehen. Das ist sehr tiefgründig. Es gibt doch eine Theorie bezüglich Ontos. Da möchte ich aber jetzt momentan nichts sagen. Vielleicht eher im Originaltitel. Hey, Jiu. Dass du mich hierhin bestellt hast, bedeutet es etwa... Genau, das bedeutet es. Hier ist das gute Stück. Vortrefflich. So lange habe ich darauf gewartet. Damit werde ich selbst den dicken Eispanzer um ihr Herz zum Schmelzen bringen. Dicken Eispanzer? Viel Glück. Danke, sehr freundlich. Sag mal, wer seid ihr eigentlich? Diese Herrschaften haben mir bei der Materialsuche und Anfertigung geholfen. Allein hätte ich das gar nicht geschafft. Oh, dann schulde ich euch 1000 Dank. Nein, 1 Million Dank. Schon gut. Es freut mich, dass wir helfen konnten. Ich hoffe, euer Plan geht auf. Keine Sorge, Madame. Die Frau, die mir widerstehen kann, muss erst noch geboren werden. Hat der Typ sich irgendwo den Kopf eingeschlagen? Nein, nein, der ist immer so. Am besten, ihr ignoriert das einfach. Warte nur, Sarah. Das Schicksal hat uns füreinander bestimmt. So was nennt man wohl Liebestoll. Aber er gibt niemals auf, wenn er sich etwas in den Kopf gesetzt hat. Das muss er ihm zugutehalten. Geradezu bewunderungswürdig ist das. Okay. Dann wünsche ich ihm mal sehr viel Glück. Ansehen gestiegen.
Leo, kriegen wir jetzt alle? Nur Leo? Nicht Gio? Gio hat uns ja einen Auftrag gegeben. Moment mal, dann hatten Moment mal. Gio hatten wir dann schon. Lawine, warum ist dann Leo? Gio müssen wir schon haben, ne? Ofa, Benny, Kali, Leo. Ne, Gio hatten wir nicht. Gio, warum bist du nicht hier? An meine Brust. Oh, Herzensfreude. Euch habe ich zu verdanken, dass meine Torigonda von wahrer Liebe singt. Ach, ist das nicht wunderschön? Okay. Oh, ich hatte gerade ein 20-Sekunden-Standbild. Also, das siehst du, genau, das siehst du im Originalspiel von Xenoblade Chronicles 1. Da sieht man direkt am Anfang, was der Conduit ist. Mich würde auch interessieren, wie mächtig Mitropyra nach dem Verschwinden der Conduit ist. We can't use this anymore. Ich weiß nicht, diesen... Jetzt will ich nicht sagen. Aber da bin ich auch sehr gespannt. This is becoming addictive. Wie wundervoll. Ach, der Leo. Hab mich schon gewundert. Die Leute kenne ich doch. Leo und Sam. Warum hat denn Leo nichts gesagt? Genau sowas, genau wegen sowas mag ich Nebenquests. Wenn die Personen, die wir schon getroffen haben, mit einbezogen werden. Spoiler sind nicht erwünscht. Also eigentlich sind Spoiler sind wirklich nicht erwünscht. Please don't. So, die Trümmer können wir schon beseitigen, wenn wir schon mal sehen. Was? Drei Trümmerhaufen? Fünf? Trümmerhaufen? Ich weiß nicht mehr. Können wir schon mal die Trümmerhaufen beseitigen? Wir haben ja Superkräfte Stufe 2. Spur für Verwüstung. 6 sogar. Okay. Nein, haben wir es auch nicht vor. Spoiler. Ach so. Kontext. Kontext, Mike. Aber trotzdem, Spoiler sind ja generell ihr nicht erwünscht. Wie lange geht das Stream heute? Ich weiß es noch nicht. Mal gucken. Mal gucken. Da ist die Ofa. Warum können wir die Steine nicht wegräumen? Wahrscheinlich, weil die zu groß sind. This is becoming addictive. Ah, ich weiß jetzt nicht, ob das ein Spoiler ist. Ich meine, es wird ja ganz am Anfang gezeigt. Ob es dann erläutert wird oder wurde, weiß ich selber nicht. Ich habe ja den ersten Teil nicht gespielt. Focus. Focus hat. Nein. Der zweite Teil... Oh Gott. Dazu kann ich auch nichts sagen.
Das wäre ein Spoiler. Aber um deine Frage zu beantworten, nein. Das spielt nicht in der Vergangenheit. Oben. Ich habe mich schon gewundert. Räume ich dann gleichzeitig alle Steine weg? Ich hoffe. Überall sind hier Steine. Oder habe ich alles? Nee. Ich muss noch Bericht erstatten. Oh, die Aufräumarbeiten sind erledigt. Vielen, vielen Dank. Nun müssen wir nur die Gärten wieder herrichten. Deiner strahlt unsere Stadt wie eh und je. Ah, jetzt werden die Sachen wieder weggeräumt. Ich kümmere mich um Material und Arbeiter. Könntet ihr in den Gärten Bescheid sagen, dass es losgeht? Der Gärtner dort heißt Bry. Er sollte schon darauf warten, dass endlich seine Gärten an der Reihe sind. Alles klar. Ich finde bei der Xenoblade-Serie sowieso schwierig zu sagen, wenn es sich um einen Spoiler handelt. Smitra Aegis wäre auch schon wieder ein Spoiler. Na, ich weiß nicht, jemanden als Aegis zu bezeichnen, weiß ich nicht, ob es ein Spoiler ist. Ich glaube ja nicht. Ich meine, das wird ja sogar schon in den Trailer gezeigt. Um ehrlich zu sein. Es wäre schon eher ein Spoiler, wenn man sagt, was eine Aegis ist. Was ist denn eine Aegis? Verzeihung, bist du Bry? Niddle hat uns geschickt, um dir Bescheid zu sagen, dass die Gärten aufgeräumt werden. Bin gerade nicht im Dienst. Könnt ihr wann anders wiederkommen? Alles in Ordnung bei euch? Ganz und gar nichts ist in Ordnung. Daran ist nur mein Nichtsnutz von einem Sohn schuld. Der schafft es nicht mal, mir den Sand zu bringen, den wir hier dringend brauchen. Alter Faulpelz. Dein Sohn ist also unterwegs, um Sand zu beschaffen? Genau. Und zwar nicht irgendwelchen, sondern den von den Harrod-Hügeln. Ich habe ihm eingeschärft, bloß vorsichtig zu sein. Aber wer weiß, was der Trottel treibt. Vielleicht gibt's auch einen anderen Grund, warum er noch nicht zurück ist. Wir könnten uns nach ihm umsehen. Hast du eine Idee, wo wir anfangen könnten? Wenn ich das wüsste, würde ich selber gehen und ihm die Ohren langziehen. Das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, ist, dass er sich im Wald bei den Harrod-Hügeln verlaufen hat. Wenn ihr ihn sieht, dann bringt ihn bitte zu mir. Am besten mit dem Sand, sonst können wir hier nicht anfangen. Nice! Alter, ist er ein bisschen weit. Da müssen wir die Schnellreise benutzen. In der Wüste wahrscheinlich. Nicht in der Wüste. Was? Sand in den Harrod-Hügeln. Aha. Es muss ja Sand sein. Oder ich bin wieder so richtig, richtig blind. Lies mir nochmal die Quest durch. Lasaria, okay. In Lasaria. Okay. Gefunden. Ich finde auch, dass Klaus als Person mit dem Streben nach Göttlichkeit aus philosophischer Sicht sehr interessant. Jo. Da hat man auch irgendwann Mitleid mit ihm gehabt. Teilweise. Da ist er ja. Hey, da ist er, Kame. Ist das vielleicht Kame? Oh Gott. Kame ist der Sohn.
Laura, pass auf. Danke, Jin. Mir ist nichts passiert. Wir müssen mir helfen. Wow. Ich dachte schon, er wäre ein Kumpel von ihm. Bei Level 43. Not bad. Wie kommt eigentlich der Name des Spiels zustande? Ich glaube, das wird nicht im Spiel erzählt. Aber ich denke eher wegen dem ganzen Kling. Als es dann Xenoblade. Und die ganz frühen Teilen heißt der Xenosaga und Xenogears. Bei Xenosaga? Weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall Xenogears oder so. Und so heißt eben die gesamte Reihe. Hauptsache es klingt cool. Genau wie Tails auch. Und hier heißt es eben Xeno. Okay, haben wir doch schon als Dingens. Ui, ui, tut mir leid, ich wollte euch eigentlich warnen, damit genau das nicht passiert. Nächstes Mal schreie ich irgendetwas anderes, tut mir wirklich leid, dass ihr angegriffen worden seid. Davon abgesehen, schön euch wiederzusehen. Jetzt habt ihr mir schon wieder geholfen. Ihr wisst noch, oder? Ich bin Kame, dem ihr mit dem Monsterproblem auf der Brücke geholfen habt. Ich hatte schon ein Gefühl, dass wir uns wiedersehen würden. Hahaha. Was für ein Zufall, was? Da fällt mir ein, ich muss mich sputen. Sonst kriege ich von meinen Alten was zu hören. Ich renne dann mal. Auf jeden Fall danke für eure Hilfe. Wir sehen uns hoffentlich in Oresco. Ja, ich glaube, der klettert nach oben. Als ob er dann in wenigen Minuten nach Oresco schafft, ohne jetzt nach oben zu klettern. Vielleicht gibt es auch einen anderen Weg, den wir noch nicht gesehen haben. Kann mir auch keiner erzählen, dass er jetzt nicht klettert. Da ist der Kame. Erschöpft. Und wir benutzen die Schnellreise. Aua, warum schlägst du mich? Das weißt du ganz genau. Immer machst du allen um dich herum Ärger. Und alles nur, weil du Umwege läufst. Was soll ich sonst tun? Mir waren Monster auf den Fersen. Man könnte meinen, diese blöden Gärten sind dir wichtiger als mein Leben. Blöde Gärten? Jetzt hört aber alles auf. Nittel, das reicht jetzt aber. Sieht aus, als gäbe gleich Tote. Du Nichtsnutz, diese blöden Gärten gehören seiner Majestät, dem König von Torna. Das ist mir klar. Scheint mir aber nicht so. Solange die Gärten in diesem Zustand sind, erinnern sie jeden, der sie sieht, an den Krieg. Die Leute werden an der Stärke des Königs zweifeln, wenn er nicht mal seine Gärten in Ordnung halten kann. Und wenn der Glanz des Könighauses verschwindet, sinken auch die Herzen des Volkes. Es drohen Chaos und Anarchie. Jetzt übertreibst du aber. So wichtig sollen diese Gärten sein? Kein Stück übertreibe ich. Werde es mal so alt wie ich, vielleicht verstehst du dann ihre staatstragende Bedeutung. Na gut, ich war wohl im Unrecht. Auch wenn ich das Ganze immer noch nicht ganz verstehe. Ist es denn ernst? Willst du, dass ich meine Predigt nochmal wiederhole? Nein, nein, ich habe schon verstanden, was du meinst. Nur so hundertprozentig kann ich das noch nicht nachvollziehen. Was soll's, ich werde mitarbeiten, vielleicht verstehe ich es dann irgendwann. Du bist bereit, hier zu schuften? Aber ich will dabei auch was lernen. Vielleicht verrätst du mir ab und zu ein paar von deinen Tricks oder so. Wenn du mir immer nur Kopfnüsse gibst, werde ich auf jeden Fall nicht schlauer. Jetzt gibst du mir Tipps, wie ich dich erziehen soll? Na, vielen Dank. Sieht aus, als verstünden die beiden endlich etwas besser. Bist du dir da so sicher? Ach, die beiden sehen doch aus wie eine glückliche Familie, oder nicht? Ja gut, jetzt sieht's wieder ganz gut aus.
Das neue Kampfsystem ist so viel besser aus dem Originaltitel. Finde ich schon. Diese Switches. Ich danke euch allen. Ich kann es gar nicht erwarten, seine Majestät diese frohe Botschaft zu überbringen. Gern geschehen. Falls du noch mit etwas anderem aushelfen können, sag uns ruhig Bescheid. Ihr beliebt zu scherzen. Ich würde lieber sterben, als euch noch weiter zu beanspruchen. Hahaha, ich hoffe nicht. Ich hoffe, du hast noch ein langes Lebensmittel. Ja, das hätte ich auch nichts dagegen. Da haben wir Niddle. Und Brei. Wir beide. Oh Gott, eine Person, damit wir auf Stufe 3 sind. Alles klar.